Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu unserem neuen Video. Und zwar geht es heute um den Rückruf und zwar diesmal ohne Hundepfeife. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, falls ihr das gesehen habt, kann ich auch gerne nochmal unten verlinken. Und zwar der Rückruf mit der Hundepfeife oder diese Büffelhornpfeife. Heute geht es darum, dem Hund das beizubringen, zurückzukommen ohne jetzt eben eine Pfeife oder irgendwas, das heißt nur wirklich mit der Stimme. Man braucht dazu leckeres Futter, wirklich richtig tolles Futter, zum Beispiel Schinkenwurst, Käsewürfel, was sie sonst nicht bekommen. Und nachher vielleicht auch irgendwie einen Ball oder einen Dummy, wo die dann richtig drauf abfahren. Hilfreich ist es auch, wenn man dieses Kommando am Anfang so aufbaut, dass man sich noch eine Hilfsperson dazu holt, dass man das zu zweit macht. Und das zeige ich euch jetzt einmal. So, ich habe jetzt Paul da vorne abgelegt, weil ich jetzt gerade keine zweite Person zur Verfügung habe. Mit zwei Personen macht man das so, die Person A stellt sich eben dahin, wo der Paul jetzt zum Beispiel liegt, Person B hier bei mir. Dann nehmt ihr eben das Leckerchen, zeigt dem Hund das am besten vorher, dass er wirklich auch schon weiß, dass ihr was richtig Leckeres da habt, dass es sich auch lohnt, hin und her zu laufen. Und dann geht ihr hin und ruft den Hund aber nicht mit dem Kommando, was ihr sonst vorher immer für den Rückruf benutzt habt, wenn ihr das benutzt habt, wie zum Beispiel hier oder komm, sondern ihr ruft den Hund einfach nur mit dem Namen zum Beispiel oder mit irgendwelchen Schnalzgeräuschen oder mit eurer Körpersprache. Und sobald der Hund dann bei euch ist, gibt es erstmal das Leckerchen. Hi! Ihr könnt dabei auch so wie ich so ein bisschen mitlaufen, dass ihr wirklich den Schwung mitnehmt und der Hund nicht schon 2 Meter vorher abbremsen soll, weil es soll nachher so aussehen, dass wenn der Hund irgendwo hinten auf dem Feld ist, ihr das Wort sagt, was ihr dann nachher benutzt, dass er sich wirklich in der Luft praktisch umdreht, im besten Fall und sofort zu euch zurückgeschossen kommt. Und wenn er dann vorher schon 2-3 Meter die Geschwindigkeit rausnimmt, ist das schlecht oder ist das nicht so? Diese Übung, die ihr gerade gesehen habt, macht ihr dann wirklich ganz oft hintereinander. Bei so heißen Sommertagen aber darauf achten, dass er die einzelnen Einheiten nicht zu lange macht, weil es auch wirklich anstrengend ist, wenn der Hund die ganze Zeit hin und her laufen muss. Und wenn der Hund das wirklich präzise kann, also schon wenn er bei euch ist, ihr schon merkt, okay, der will jetzt sofort wieder zurück, also das Spiel verstanden habt, dann könnt ihr hingehen und das Kommando da drauf legen. Also zum Beispiel zu mir oder komm oder irgendwas, Pizza, Pasta, ist egal. Was ich nicht benutzen würde, wäre das Kommando hier, weil wenn ihr wirklich nachher mal eine Begleithundeprüfung machen möchtet, ist das Kommando hier nicht dafür da, um den Hund aus einer Bewegung ganz schnell abzurufen, sondern der Hund muss sich dann bei dem Abruf vor einen hinsetzen. Und das brauchen wir für den normalen Rückruf, den ich euch heute zeige, nicht. Denn wir wollen einfach nur, dass der Hund so schnell es geht zurückkommt und eben sich von der stark befahrenen Straße sofort entfernt oder vom Hasen oder von anderen Hunden. Genau. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Bis gleich. Zu mir! So, und wenn ihr das dann geübt habt, um dann noch mehr Schnelligkeit reinzubekommen, könnt ihr hingehen, wenn der Hund auf einen Dummy konditioniert ist oder einen Ball, nehmt ihr einen Dummy, ruft den Hund zu euch und kurz bevor der Hund bei euch ist, nehmt ihr den Dummy und werft den praktisch so hinter euch, dass der Hund ganz schnell an euch vorbeilauft. Dieses Rückruftraining ist jetzt wirklich nicht nur dafür da, wenn der Hund irgendwie einen Hasen sieht oder an einer stark befahrenen Straße, das könnt ihr auch dann benutzen, wenn ihr unterwegs seid und ihr einen Hund habt, der zum Beispiel immer zu anderen Hunden direkt hinrennen möchte und da gar nicht mehr auf euch achtet. Generell sowieso am Anfang würde ich den Hund, wenn ihr draußen seid und euch noch nicht wirklich hundertprozentig sicher seid, immer irgendwie eine lange Leine dran lassen oder eine normale Leine. Und wenn der Hund dann abgelenkt ist, dass er eben kurz an der Leine so ein bisschen ruckt und zu euch und dann das Wort zu mir sagt und dass der Hund dann zu euch zurückkommt, dass ihr durch diesen leichten Leinenruck ihn so ein bisschen aus diesem Abgelenktsein rausholt. Das kann ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Bis gleich! So, das heißt, der Dummy, den habe ich jetzt da hingelegt, der steht jetzt für andere Hunde oder Hasen oder eben die stark befahrene Straße oder irgendwas sonst, also als Ablenkungspunkt. Dann habt ihr den Hund an der Leine und wenn der Hund dann zur Ablenkung hinläuft oder bei der Ablenkung ist, könnt ihr so einen leichten Leinenruck machen, das Wort zu mir sagen und dann den Hund eben füttern. Paul? Okay. 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 So, ja. Super. Genau. Paul weiß jetzt schon, was die Phase ist. Nee. Komm. Okay. So, ja. Also seht ihr schon, das haben wir jetzt natürlich schon ein paar Mal geübt.
dass der Hund wirklich irgendwann, wenn er dahin ist und ihr das Wort zu mir sagt, schon direkt auf euch achtet und sofort zu euch hinlaufen möchte. Ich hoffe, ich habe jetzt soweit alles erklärt. Ihr braucht also leckeres Futter, am besten noch eine zweite Person, die am Anfang den Hund mit euch hin und her ruft. Dann nachher eine Leine, dass der Hund wirklich keine Chance hat, euch zu ignorieren. Und erst irgendwann später, wenn ihr dann den Hund an der langen Leine habt, könnt ihr und euch sicher seid, dass er immer zurückkommt, könnt ihr ihn dann freilassen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich auf Daumen hoch, auf weitere Abonnenten und Klicks und Kommentare. Ich beantworte die auch meistens fleißig. Ich gebe mir zumindest Mühe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn ihr noch irgendwelche Videowünsche habt, lasst es mich wissen und ich versuche, die dann umzusetzen. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss.